Willkommen zu einer zum zweiten Teil der Baltik-Reihe. Hier ist die zerruppte Box. Rico hat da die Box zerruppt. Baltic Edition Genusspack. Jens wusste ja nicht, wie das aufgeht. Ach, Jens wusste ja nicht, wie das aufgeht. So. Was hast du denn da Schönes? Baltic Ale. 7,5%. Seltenes Bier. 5-mal World's Best Beer. Learnon World Beer Awards. Mega gespannt. Wir haben hier Brauwasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Traubenzucker, Naturhopfen, Hefe. Zucker vollständig vergoren in Flaschenbierreifung. Traditionelle Methode. Also wir haben hier eine Flaschenbierreifung. Sieht sehr gut aus, also richtig gut. Also ja. 4 Punkte. Gefällt mir. Was machst du denn da? Oben ist der Bierdeckel. Ja, na, ich dachte, ihr kriegt das hier so ab. Wieso denn? Na, was weiß ich, ich wollte es mal probieren. Man, mach auf einfach. Das gibt's doch nicht. Ich freue mich schon, zu sehen, wie das hier in das geile Glas drin gießt. Also eigentlich wird mir das hier zu professionell. Ja, hier ist hier, ach ja, wir brauchen ja einen Flaschenöffner. Ja, oder wir haben ja auch einen auf dem Tisch rumzuliegen. Mhm. Dann doch lieber das nächste Mal wieder mit der KKP1. Mhm. Läuft besser. Alter, keine Fliege drin. Mm. Alter. So, ja, nee. Das muss ja professionell hier wieder drin. Das muss ja richtig gut sein, das Bier. Ah, komm, ich trinke aus der Flasche. Ich weiß auch gar nicht, wie viel das. Warte mal. Reicht jetzt. Das ist doch fast leer jetzt. Ach, die Hälfte. Doch, okay. Quatsch. Oh, warte mal. Ich habe eins gut. Oh, hast recht. Viel ist nicht mehr drin. Weil hier ist ja 0,25er Strich. Naja, ey, komm. Ich, ja, du hast mir suggeriert, dass das 0,33er ist. Das habe ich ja erstmal eingekippt. What? Außerdem sieht das ja nicht so viel aus hier in dem Ding. Was? Das sieht gut aus. Ja, das sieht richtig gut aus. Der Schaum ist auch richtig gut. Ja, vom Aussehen her ist es richtig gut. Mhm. Darf man damit anstoßen? Ja. Prost. Prost. Auf die Inselbrauerei. Oh, 7,5 Volt, na, das wird natürlich. Oh. Oh ja. Trocken und würzig, würde ich sagen. Boah, Mann, Alter. Ist ja dolle. Oh nee. Den riecht man ja nicht, dass das so schmeckt. Nee. Aber das ist, naja, aus der Flasche riecht man das nicht, aber aus dem Glas riecht man das. Boah. Das ist ja nicht meins, wa? Nee. 3 oder was? Ja, weinartig ist es auf jeden Fall, aber das ist so eine Würze, das ist das. Boah. Oh, meine Fresse. Alter. So, damit ist die Baltic zu Ende, würde ich sagen, die Reise. Und wir fahren wieder nach Hause, oder? Also, das ist ja überhaupt nicht meins. Also, da kannst du auch, ja. Spezialpunkte, ja oder nee? Ja, für die Aufmachung auf jeden Fall, für Litte, also 2 Punkte, würde ich sagen, auf jeden Fall. Okay, ich zähl zusammen. Ja. Ja, ist ja gerade noch so irgendwas geschafft. Ich weiß zwar noch nicht was, aber Blech bestimmt, oder? Ja, ich glaube auch. Ja. Boah, nee! Bronze noch! Ja, ab 13 Punkten gibt es bei uns Bronze, also hat es noch Bronze geschafft. Weil wegen Auspacken und Augensucht. Ja. Also, weil das gut aussieht in der Flasche und außerhalb von der Flasche. Alter Verwalter.
Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges, genau das Richtige für flüchtige Bekanntschaften. Ja, den kann ich nur zustimmen, unterschreiben und ja, außen hui, in pfui. Geschmacklich so, ja. Nicht unsers. Nee, ja, nicht unser, ja. Was tippst du im nächsten Video? Für ein hervorragendes. Was Besseres? Was uns besser schmeckt. Ey. Guck mal, ich greife mal rein. Baltic Triple. Oh. Voll auf die Leber. 9,5%. Herzlichen Glückwunsch. Wort am Schluss. Muss. Bis zum nächsten Mal.